Ich bin christlich aufgewachsen, aber das ist keine Erklärung, wie ich wirklich zu Jesus gekommen bin. Wenn man christlich aufwächst, dann hört man vielleicht mal was von Jesus und man geht in die Kirche, aber man versteht nicht wirklich, was Jesus für jemanden getan hat. Und ich habe das erkannt, als ich gemerkt habe, dass in meinem Leben, dass wenn ich Sachen so haben möchte, wie ich sie möchte, dass ich im Endeffekt nicht erfüllt bin, dass ich sie vielleicht bekomme, so wie ich sie möchte, aber dass es nicht das Beste für mich ist, dass ich mich damit nach nicht besser fühle. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt ja ganz in Kurzform, dass ich so nicht weiterleben möchte. Ich möchte nicht so leben, dass ich denke, dass das das Beste für mich ist, aber es ist gar nicht das Beste für mich. Nur Gott weiß, was genau das Beste für mich war. Und im Endeffekt war es das, dass ich mich von meiner damaligen Freundin trenne, Single bleibe für den ersten Teil und erstmal wachse als Mensch. Und das ist der Grund, so, warum ich zu Jesus gekommen bin. Weil ich gesehen habe, er weiß es viel, viel besser als ich selber. Aber ich habe ein Video auf YouTube da gemacht. Das geht viel, viel, viel ausführlicher. Schaut es euch an.